Und Freunde, Dina, guck mal, wir sind rausgelaufen. Ja, und es hat nicht gerannt. Nee, es hat nicht gerannt. Aber die schwarze Wolke zieht sich schon wieder zusammen. Ich sehe sie. Und jetzt machen wir sofort auf dem Absatz kehrt und gehen wieder schnell nach Hause, damit ich auch noch vor dem Regen wieder im warme Trockene bin. Aha, so müsst ihr das heute auch machen. Rausgehen, wenn es nicht dreht. Und dann die Wolke in Beobachtung halten, verstehe ich. Wenn die dann dunkel auf dich zukommen, dann muss ich dich sofort rumdrehen und wieder rennen ins Warme gehen. Aha, ja, so ist das dann noch zu ertragen, verstehe ich, ja. Übrigens habe ich euch schon was erzählt vom Sonntag in der Schule. Also geregnet hat es nicht, als ich in die Schule war. Nee, das nicht, aber es war langweilig. Wir sind immer auf dem, also bei mir war es halt eben der Hund gegenüber. Der ist auf mich zugekommen und ich bin auf ihn zugekommen. Also neben meinem Frauchen natürlich. Ne? Meine Frau Linke hat mich neben sich geführt. Ja, und wie ich dann fast bei dem war, musste ich stehen bleiben. Meine Frau Linke hat dem Herrchen die Hand genommen und gesagt, hallo, wie geht's dir? Hat sie gesagt. Und dann sind wir wieder retourgegangen. Und das haben wir ein paar Mal gemacht. Ja, das war, dass wir lernen, wenn wir auf andere Hunde zugehen und Frau Linke auch immer Speziale will, dass wir nicht an der Leine ausraschen. Ja, dass wir schön brav stehen bleiben, dumm Gesicht machen und nichts machen. Ja, habe ich jetzt gelernt. Also dummes Gesicht kann ich jetzt schon machen. Das mit dem anderen muss ich noch üben. Ja, so ist das. Also Freunde, und euch wünsche ich heute einen wunderschönen Tag. Und lasst euch vom Regen einfach nicht klein kriegen. Nee, macht ein lachendes Gesicht und dann wird das schon wieder gut, ne? Jo, bis dann. Tschüss, euer Mogli mit die weiße Socke.